nochmal zur Klarstellung, Sie haben gesagt, Sie stehen zur Lehre der katholischen Kirche zur Homosexualität, wenn ich das zusammenfasse, und der Homosexualität so wie Sie. Gibt es, aber die darf nicht gelebt werden als Katholikin oder Katholik. Ist das richtig? Ja, was heißt gelebt? Also, jeder, der homosexuell ist, gilt als Homosexueller und lebt dabei natürlich auch seine. Also die Sexualität gehört ja zu unserer Identität und lebt insofern natürlich auch, denke ich, seine Homosexualität. Aber in der Tat eben, so wie der Katechismus sagt, die Praxis ist, denke ich, jetzt aus katholischer Sicht, wie eben aber auch andere Praktiken natürlich, die jetzt nicht homosexuell sind, ja, vor Gott, wie der Katechismus sagt, nicht geordnet. Aber wie gesagt, ich möchte darüber jetzt kein Urteil fällen oder so etwas, das gehe so damit um, wie es im Katechismus dasteht.